Moin Berlin, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, dass vor allem ihr alle heute wiedergekommen seid und dass die Veranstaltung gestern heute, die gestern schon so gut besucht war, heute wieder so voll geworden ist. Und ich freue mich insbesondere über die Chance, hier zu sein heute, weil wir die letzten Jahre oftmals viele Vertreter von meiner Firma genau da saßen, wo ihr heute sitzt. Und genau von diesen Vorträgen, von den Kundenerfahrungen, von den Use Cases, die uns präsentiert wurden, auch sehr viel profitiert haben, mitgenommen haben. Und heute freue ich mich deswegen hier zu sein, weil ich die Chance habe, etwas zurückzugeben von dem, was uns sehr geholfen hat in der Vergangenheit. Zur Einordnung von Otto, Klaus hatte ja schon ein paar Sätze gesagt. Was noch dazu kommt, ist das, was man oft nicht hinter Otto sieht oder nicht hinter otto.de sieht. Otto.de ist das Web-Frontend von Otto. Wir machen im letzten Jahr ungefähr 5,3 Milliarden Euro Nachfrage, die darüber laufen. Wir haben ungefähr 500 Millionen an Visits, die im Jahr über dieses Web-Frontend gehen. Und wir schaffen das nur, weil wir vor einigen Jahren damit begonnen haben, beziehungsweise vor einigen Jahren ein Projekt abgeschlossen haben, das auf eine richtige neue Architektur zu heben. Damals noch nicht im Cloud-Kontext, aber wir haben eben aus solchen Veranstaltungen sehr viel mitgenommen, was uns dazu befähigt hat, eine Cloud-Ready-Architektur schon zu bauen. Otto.de besteht im Hintergrund aus ungefähr 160 Services oder Microservices, je nachdem, was gerade die aktuelle Definition ist. Die laufen auf 3000 ungefähr Containern und es wird weiterentwickelt von 25 Teams, die komplett unabhängig voneinander, crossfunktional aufgestellt, jeden Tag Software entwickeln und neue Services live bekommen. Dieses Ding haben wir im letzten Jahr in die Cloud gehoben, in die AWS Cloud, beziehungsweise wir sind gerade in den letzten Schritten dazu. Ihr habt ja gerade schon ein paar Möglichkeiten gehört, wie man sowas machen kann. All diesen Möglichkeiten ist eins gemeinsam: man sollte nur Dinge rüberheben, die auch funktionieren. Und beim Rüberheben sollte man auch sehr gut gucken, gibt es irgendwelche Themen, wo man noch nachsteuern kann. Bei uns war ein Thema, jetzt kommt bestimmt die Frage hoch, ihr habt diesen Shop doch erst neu gebaut, wie kann der denn schon wieder kaputt sein? Es ist so, wenn man wirklich viele Teams auf einer richtig skalierbaren Architektur loslaufen lässt, dann wächst die. Und wir sind ein ganzes Stück weit quasi zum Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden, weil die Plattform so schnell gewachsen ist, dass wir an die Grenzen gestoßen sind, die wir noch hatten. Und das war eben unser physikalisches Rechenzentrum, was wir immer noch hatten. Das andere, woran wir gestoßen sind, ist dieses ganze Thema Basisprovisionierung. Das heißt, die Dinge, die, wenn man in einem kontrollierten Rahmen unterwegs ist, einfach funktionieren, die aber ein Wachstums-Use-Case mal gewaltig auf die Probe stellt. Das sind genau auch die Dinge, weswegen wir gesagt haben, wir wollen die Funktionen, die gut funktionieren, beibehalten und wirklich in die Cloud migrieren, so wie sie sind. Wir wollen aber ganz gezielt an die Punkte ran, wo wir Bottlenecks identifiziert haben. Das heißt, wir haben nicht einfach den gesamten Tech-Stack genommen, sondern wir haben bewusst geschaut, wo sind Punkte, wo sind Bottlenecks, die wir heute haben, wie kann uns die Cloud, wie kann uns die AWS dabei helfen, die zu beseitigen und sie dann auch wirklich ausräumen. Der zweite Punkt ist der, es kommt irgendwann der Punkt und wir haben viele Voranalysen gemacht. Ich habe schon gesagt, wir waren einige Jahre auf solchen Veranstaltungen, wir haben uns viel Gedanken vorher gemacht. Wir haben uns Hilfe reingeholt, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Es gibt sehr viele Leute da draußen, es gibt die Community, die helfen kann. Es gibt Spezialisten von AWS, die helfen können. ProServe hat uns sehr gut geholfen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt und es ist ein Punkt, an dem man noch nicht alles wissen wird, an dem es einfach soweit ist, dass man sich entscheiden muss, springe ich oder springe ich nicht. Und was da hilft, ist wirklich ganz klar diesen Punkt zu finden und es dann auch nicht halbherzig anzugehen, sondern durchzuziehen. So eine Cloud-Migration, was unsere Erfahrung ist, ist ein Punkt, man fängt an und man muss es durchdrücken. Ansonsten ist das etwas, was das Potenzial hat, sich ewig hinzuziehen. Und auch da wieder, was uns geholfen hat, war quasi die Vorbereitung in den Jahren davor. Wir hatten Teams, die es gewohnt waren, mit Unsicherheit umzugehen, die diese Unsicherheit auch ein Stück weit als Chance zu gestalten wahrgenommen haben und die deswegen auch gerade in dieser Phase die Chancen gesehen haben und nach vorne gezogen haben. Das war ein großes Thema bei uns, Vendor-Lock-In. Otto, Amazon, wir können doch nicht bei unserem größten Konkurrenten ins Hosting gehen.
Wir gehen nicht bei unserem größten Konkurrenten ins Hosting und wir hatten auch nie das Gefühl, dass sich AWS so aufstellt. Was wir erfahren haben, ist, dass man, obwohl wir auf dem E-Commerce-Sektor natürlich konkurrieren, auf dieser technischen Ebene sehr gut zusammenarbeiten können, weil wir uns auch da eher ergänzen und keine Konkurrenz machen. Und das sind genau diese Punkte eben auch, die ich vorhin schon sagte. Wenn jemand anderes besser ist in dem, was zu deren Kernkompetenzen vielleicht gehört, aber nicht zu denen, die man selber hat, dieses Provisionieren von Basisinfrastruktur. Das mussten wir seinerzeit machen und wir waren sehr gut darin und es hat uns sehr geholfen. Es hat uns auch geholfen zu lernen. Aber auf der anderen Seite war es einfach Zeit, diesen Sprung zu machen, diesen Schritt weiterzugehen und da eben einen Partner zu finden, der auf Basis von einer bewussten Entscheidung auch wirklich der Richtige für uns ist. Der Punkt, der mir persönlich am wichtigsten ist und der über so ein Migrationsszenario wirklich entscheiden wird, ob es erfolgreich ist oder nicht, ist der, im Endeffekt die technische Migration ist eine Sache, die kann man planen. Was man nicht planen kann und was wirklich die Organisation durcheinander wirbelt, ist das, was es für die Teams bedeutet. Wir haben die Chance nicht nur genutzt zu sagen, wir machen eine technische Migration und wir ersetzen quasi diese zentrale Plattform, die wir darunter hatten, einmal durch Cloud-Fähigkeiten, sondern wir haben auch die Chance genutzt, die Autonomie der Teams weiter zu stärken. Wir haben in Teams, die bislang Produktteams waren, die sehr stark softwareentwicklungsgetrieben waren, zusätzliche Verantwortlichkeiten reingegeben, die denen einfach nicht natürlich vorkamen. Sowas wie, du hast die komplette Kostenverantwortung für deine Vertikale, die du baust. Wenn du die falschen Services auswählst, gehen die Kosten nach oben. Wenn du was nicht vorhersiehst, du musst einen Plan abgeben, du musst nach vorne schauen. Das sind einfach Dinge, die für uns aber so natürlich waren, weil wir gesagt haben, wir können nicht einerseits von den Teams verlangen, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie bauen, aber auf der anderen Seite ihnen nicht alle Möglichkeiten und alle Mittel geben. Das ist etwas, was sehr teamindividuell ist, wo jedes Team für sich durchgehen muss und die Lernkurve auch in den Teams unterschiedlich hoch ist. Aber was, wenn es funktioniert, und bei uns hat es funktioniert, wirklich sehr stark nochmal nach vorne an Geschwindigkeit für dieses Projekt eben zieht. Und der letzte Punkt ist so ein Blick in die Zukunft. Nach den Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre gemacht habe, im Webumfeld mit dedizierten Systemen, mit outgesourcten Datacentern und jetzt mit der Migration in der Cloud, jeder, der heute noch ein Datacenter hat und der in der Zukunft in Webarchitekturen oder im Webumfeld unterwegs ist, das wird die Zukunft sein. Viele, die noch davor stehen, sollten es sich wirklich mal angucken. Es ist ein Schritt, der nicht leichtfertig getan werden sollte, weil es wirklich eine bahnbrechende Entscheidung auch ist. Auf der anderen Seite, das ist der Weg, wo es hingeht. Das ist die Zukunft. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre Zusammenarbeit mit AWS. Danke.